Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forza Horizon 3 hier auf dem Gaming-Kisten-Kanal mit mir, dem Jabo. Lang ist's her, seitdem die letzte Folge erschienen ist. Und ich dachte mir, heute ist mal ein besonderer Anlass, nämlich der Ray vom Pixelen-Kanal, der übrigens auch bei Vorbeischauen verlinkt ist, hat eine neue PX-Heide schon rausgebracht und ich dachte mir, die fahren wir in dieser Woche mal Probe. Dabei handelt es sich um die Chevrolet Corvette Z06, wie sie im Spiel bezeichnet wird. Und ich sage euch mal zu der Standard-Corvette mal ein paar kleine Leistungsdaten. Also der Bauzeitraum ist seit dem März 2014, er hat einen V8-Kompressor, er hat einen Hubraum von 6,162 Kubikzentimetern, also Litern, Entschuldigung, ich habe es hier in Zentimeter abgelesen. Die Leistung ist 485 kW, das sind umgerechnet 659 PS bei 6000 Newtonmeter mit Heckantrieb, versteht sich. Man kann ihn einmal mit 7-Gang Schaltgetriebe oder mit 8 Stufen Automatikgetriebe fahren, wie es für ein amerikanisches Muscle Car sozusagen auch logisch ist. Er hat eine Höchstgeschwindigkeit von 315 km/h und die Beschleunigung von 0 auf 100 macht er in 3,8 Sekunden und der Verbrauch kombiniert in Litern auf 100 Kilometer ist bei 12,4 Litern. Er tankt in Deutschland super. Steht hier so. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auch schon mal aus der schicken Garage raus und gucken mal, wie es hier erst in der Serie so fährt. Nicht in der Serie, mit der PXH Edition Aufbau so fährt und dann gucken wir mal. Machen wir vielleicht eine Meisterschaft und dann gucken wir mal. Ich habe das Teil noch nicht Probe gefahren. Ich habe einfach das schlichte, aber doch schöne Design mal draufgeladen. Und das Tuning natürlich auch. Das könnt ihr alles unter dem Nicknamen Ray90 suchen. So. Dann filtern wir einmal ganz kurz hier nach den Strecken. Ich bin wie immer in Yarra Valley. Warum, weiß ich auch nicht. Stadtstrecke lieber nicht. Würde ich sagen, nehmen wir doch mal... Es geht über Schotter hier, würde ich sagen, fahren wir doch mal. Ach komm, nehmen wir das hier, da können wir kurz hinfahren. Dann gucken wir mal, wie sich das Teil so fährt. Und falls sich einer wundert, ich hatte ja sonst immer die Bremslinie an, die habe ich mittlerweile mal ausgemacht. Das habt ihr vielleicht auch schon in den letzten Multiplayer-Folgen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich schon da in allen aus hatte, aber ich schätze mal, das war so. Dann gucken wir mal. So. Ja, wer sich das Video von Ray selbst auf dem Pixel-Kanal angucken möchte, ich habe es, glaube ich, irgendwie, wenn ich dran denke, in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn nicht, dann verzeiht mir bitte und guckt es euch selber auf dem Pixel-Kanal an. Aber ich versuche mal, dass ich es doch noch schaffe. Okay. Gucken wir mal weiter, ne? Zu spät bremst, doch nicht. Ich finde, die Bremsen sind perfekt. Das hat er in diesem Video auch selber gesagt. Ich habe mir eben, wo ich gewartet habe, wo mir das Video fertig gerendert hat, mal angeschaut. Weil wenn man 4K rendert, hat man schon ein bisschen Zeit. Glaubt's mir. Und da hat er es auch, finde ich, ganz gut erklärt. Wie gesagt, guckt euch selber mal an, wenn ihr das Video in der fernen Zukunft anschaut, sozusagen, dann wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn es unten in der Videobeschreibung wäre. Wie gesagt, wenn ich dann denke, dann ist rein, wenn nicht, verzeiht's mir bitte. Also ich finde das fertig prinzipiell, dafür, dass es ein amerikanisches Gefährt ist, ganz gut. PXH-mäßig eingestellt. Ich habe ja auch alle anderen PXH-Fahrzeuge in der Garage stehen. Warum? Falls ich mal irgendwann mal kein Auto, wenn wir irgendwann mal privat Multiplayer spielen sozusagen, dann habe ich da immer zur Not was auf Tasche, wenn ich nicht gerade selber ein Tuning machen möchte. So. Ach, das ist die Driftzone, verdammt. Ich glaube, das Rennen wäre hier vorne schon gewesen. Komm, dann fahren wir sie noch kurz zu Ende. So. Wo ist das Rennen jetzt? Auf dem Minicard. Müssen wir nochmal zurück. Verdammt.
Ich bin gut vorbereitet heute, muss ich schon sagen. Ich bin eben einmal kurz zur Tonspur synchronisieren aus der Garage raus, aber mehr auch nicht. Ja, habe ich heute noch nicht in dem Spiel gefahren. Gestern bin ich, glaube ich, auch nicht gefahren. Naja. Aber ich mache Horizon in letzter Zeit auch weniger, weil was habe ich hier noch groß zu tun? Ich habe das Spiel so gut wie auf 100% gut. Die fotografierten Autos, die läppern sich halt auch so zusammen, aber ich schätze mal, gerade das wollt ihr nicht sehen, weil es ein bisschen langweilig zum Anschauen ist, während ich durch die Welt fahre und irgendwelche Autos fotografiere. So, gucken wir mal, was wir hier so machen. Ich würde sagen, wir nehmen American All-Stars. Da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass verschiedene Autos drankommen. So, Rundkurs mit Heckantrieb. Ne, danke. Dann haben wir das einmal und dann suchen wir uns vielleicht noch das hier. Das bleibt dann in Byron Bay unten. Das ist perfekt. So. Das erstellen wir einmal und dann geht's auch schon los. Bei der US-Meisterschaft rauchen die Reifen und es erklingt die Nationalhymne. Einigkeit und Recht und... Entschuldigung. War die falsche Nationalhymne. Ach so, und ab und zu... nicht ab und zu, Entschuldigung. Das Wort ist mir gerade irgendwie rausgerutscht. Weiß auch nicht wieso. Was ich gerade ansprechen wollte, war... Moment, ich muss kurz auf den Spicker gucken. Am 10.06.2018 um 23 Uhr hat Microsoft die Pressekonferenz sozusagen auf der E3 in Las Vegas oder Los Angeles, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall irgendwo da in der Nähe. Ist sie dann? Die werde ich mir hoffentlich, wenn ich zeitlich Zeit habe, kleines Wortspiel, anschauen und es wird dann mit Sicherheit auch ein paar Sachen mehr bekannt gegeben, was in Forza Horizon 4, ob es überhaupt kommt. Aber sagen wir so, wenn es nicht kommt, können sie sich nicht leisten. Auf jeden Fall werden wir dann dort mehr drüber erfahren. Natürlich nicht alles, aber das meiste. Ein paar andere Sachen dann auch noch auf der Gamescom, wo ich natürlich auch sein werde. Nach Amerika hätte ich jetzt keine Lust, weil es wegen dem Geld nicht passt, sozusagen. Und zeitlich natürlich auch nicht. Deswegen aber auf der Gamescom werde ich auf jeden Fall dort sein, auf dem Gamescom Samstag von der vollen Öffnungszeit von 9 bis 20 Uhr. Wer mal auf der Gamescom vorbeischauen möchte, Tickets gibt es zum aktuellen Videozeitpunkt, glaube ich, noch zu kaufen. Ich glaube, der Maximumpreis beläuft sich auf 20 Euro für einmal Einlass. So eine Tageskarte, dass man ab und zu mal raus kann in die Stadt und dann wieder rein, das gibt es da nicht. Es gibt nur einen einmaligen Einlass, aber ich glaube, eine Tageskarte kann man sich dort auch kaufen. Falls man öfters rein und raus will, ist es dann zwar Geldverschwendung aus meiner Sicht, aber das wäre dann zum Beispiel eine Möglichkeit, mehrmals rein und wieder rauszugehen. Das war ein bisschen Fail. Ich habe gehört, hier ist der Bremspunkt. Ja. Da hat er sauberst den Scheitelpunkt ausgenutzt, also er war weiter hinten als wir. Wenn du Kurve kommst, bringt das ihm natürlich einen Vorteil. Den Fehler sollte ich nicht nochmal machen. Gut, aber ich dachte gerade, ich habe zu spät gebremst, aber da die Bremsen so gut eingestellt sind, verzeiht mir das System auch, das Auto, auch solche kleinen Patze. Oh Gott, da habe ich jetzt zu spät gebremst. Da rutschen wir doch noch auf den dritten Platz ab. Schade. Ohne den Bremsfehler wäre es dann zumindest noch der zweite Platz geworden. So. Okay. Ja gut, wir starten mit dem dritten Platz in der Meisterschaft. Hoffen natürlich, dass wir noch ein bisschen sich verbessern. Ich habe hier gerade einen Fortsatz freigeschaltet. 50.000 Credits bekomme ich. Das seht ihr jetzt in Sicherheit nicht. Die Meldung habe ich nämlich gerade hier im Betriebssystem bekommen, also in Windows 10 und nicht hier in der Xbox sozusagen. Okay, ach doch, da unten steht es. 50.000 Credits, okay. Naja, kleiner Funfact am Rande. So, dann fahren wir mal hier vorne hin.
Und natürlich, wir können uns jetzt im Platz der Meisterschaft verbessern. Zwischendurch gehe ich ganz gerne mal. Wenn ihr so einen Driver da seht, der sowas hier oben drüber hat, dieses Credits dann so eingerahmt, den könnt ihr mal gerne herausfordern und dann... Ich mach's einfach mal und dann seht ihr halt schon, was passiert. So. Das war ein bisschen unfair jetzt, er mit seinem Auto hier, obwohl... Könnte ein enges Rennen werden. Wir sind natürlich deutlich leichter als er und wendiger, aber ich glaube vom Leistungsindex her passt das schon ganz gut zusammen. Und natürlich auch das... Ne, ich glaube, das geht gleich ins Gelände und ich habe zu spät gebremst. Sehr gut. Ja, verdammt. Ja, geht über Gelände. Hat er natürlich jetzt einen riesen Vorteil hier. Aber wir sind schneller. Das könnte sich... Deswegen werden wir mit Sicherheit trotzdem noch Erster. Aber ich wollte euch ja auch nur zeigen, wenn ihr es noch nicht wisst. Die meisten wissen das mit Sicherheit schon. Ja, ja, natürlich bereits. Na. Ah, perfekt. So, war jetzt nicht so spektakulär, aber es ging ja auch nur um das hier, weil bei den normalen Gravitaren bekommt man ja meistens so maximal 5000. Hier bekommt man so gut wie das 11-fache, um genau zu sein. Dann. So, bei EP ist das dann halt so wie sonst auch, aber wer schneller Credits machen möchte, kann dies natürlich so ausnutzen. Wir müssen mal umdrehen. Ach, wisst ihr was? Wir machen es anders. Wir fahren hier vorne weiter. Das ist, glaube ich, einfacher. Naja. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass der Spielsound ein bisschen leise ist. Aber das ist er ja nicht. Das Capture-Programm ist ja genauso laut wie sonst auch. Komisch. Ich sind die Kopfhörer aber nur verstellt. Ist auch egal. Vielleicht habe ich eben einer anderen Aufnahme halt ein bisschen lauter als Spiel gehört. Naja, solange es auf YouTube genauso laut rüberkommt wie sonst auch, passt es ja. So. Gucken wir mal. Meisterschaft fortsetzen. Durch in der Corvette. Bis jetzt fährt sich sehr gut. Habe ich auch schon oft genug gesagt heute. Jetzt geht's ins vorletzte Rennen der Meisterschaft. Ja, wie gesagt, alle amerikanischen Autos hier in diesem Spiel sind dabei. Das merkt man auch schon. Das ist nicht gerade Klassengleichheit. Also Modern Muscle wäre die richtige Meisterschaft sozusagen für das Auto hier gewesen. Aber ich dachte mir eventuell ein bisschen mehr Auswahl hier, ein bisschen was anderes sehen. Nehmen wir mal das hier mit dazu. Trickertrieb ist das natürlich im Mittelfeld ein bisschen blöd. Weil man da meistens mehr abbremsen muss als vorne. Weil die vor allem natürlich auch bremsen, das hat dann diesen schönen Domino-Effekt. Wie bei der Autobahn im Stau sozusagen. Könnte man auch sagen. Was in Deutschland ja oft genug vorkommt. Und damals, als die Autobahnen gebaut wurden, dachte man sicherlich, nee, das werden so wenig Autos bleiben wie heutzutage, also damals sozusagen. Deswegen hat man nur dreispurig maximal gemacht. An manchen Stellen sind es schon vierspurig und ein paar mehr, aber halt nicht an allen Stellen. Hätte man es mal so wie in Amerika gemacht, da sind sie auch überall breit genug, selbst in der Stadt. Da hängen die meisten deutschen Städte ja auch noch hinterher. Ist ein bisschen schade irgendwie. Naja, gut. Habe ich hier keinen Einfluss drauf, deswegen. Und ich darf ja eh noch kein Auto in echt fahren, deswegen ist es mir auch bis jetzt noch egal. Oh Gott, ich habe das Spiel gelöst. Sehr schön. Hast du auf dem letzten Platz gelandet. Schöner Fahrfehler. Sind noch schön in der Mauer stecken geblieben. Nun gut. Vorne kommt man leider schon das Ziel. Müssen wir gucken, ob wir an den Dodge hier noch vorbeikommen. Oh, das wird eng. Ach, doch nicht. Naja, immerhin haben wir noch den Platz ins Ziel gerettet, auf dem wir gestartet sind. Auf dem 8. Platz.
immerhin etwas. Achso, falls es sich gerade ein bisschen komisch angehört hat vom Ton her, muss ich mich für entschuldigen. Ich habe das Mikrofon ein bisschen besser zu mir, zum Mund ausgerichtet. Ich hoffe natürlich, es hat man nicht so deutlich gehört. Wenn doch, möchte ich mich hiermit entschuldigen. So, dann geht's auf zum letzten Rennen. Erstmal, vielleicht fahren wir ja noch was. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal dahin. Mist. Wir können nachher ein paar Drifts machen. Aber ich glaube, das funktioniert mit diesem Auto hier gut. Ja, und man kann natürlich auch sagen, warum er dieses Auto gerade als Pixel Edition gemacht hat. Wer es vielleicht auf dem Pixel-Kanal mitbekommen hat. Es gibt hier die GTC, die Forza Motorsport 7. Was das genau ist, guckt gerne mal auf dem Pixel-Kanal, verweise ich wieder drauf vorbei. Da werdet ihr ein bisschen mehr erfahren. Ich glaube, das ist schon ein bisschen her, seitdem das letzte Info-Video dazu kam, aber auf jeden Fall, wenn ihr mehr zu GTC wissen wollt, dann guckt auf dem Pixel-Kanal vorbei oder gibt es mal bei Google oder bei YouTube ein. Da gibt es dann was zu sehen. Aber ich weiche vom Thema ab. Gerade für die GTC, da ist der Pixel-Club sozusagen am Start mit zwei Leuten. Und da kommt zu allem auch diese Corvette hier, also Racing Corvette, natürlich also die Rennversion von der hier dran, die hier im Spiel glaube ich auch drin ist sogar. Und da das so gut gepasst hat, sagt er, hat er auch in dem Video gesagt, was ich eben geschaut hatte. Deswegen hat er gesagt, das passt sich gerade ganz gut und deswegen baue ich jetzt die Corvette hier mal auf. So. Dann geht's auf zum letzten Rennen hier in der Meisterschaft. Für die erste. Vielleicht fahren wir noch eine. Von der Zeit her wird es, glaube ich, ganz gut passen. Mal gucken. So, wir starten einmal. Gucken wir mal hier natürlich dieses Handicap hier, das wir Handicap haben, im amerikanischen. Ja, danke schön. Drück uns doch halt noch mal das Handicap. Arschloch, Entschuldigung. Haben wir natürlich hier massive Stapel, aber wir sind schon auf dem 5. Platz, haben uns vorgekämpft, oh Gott. Gucken wir mal hier. Ja. Bremst du denn, Mensch? Oh, Hilfe! Hier müssten wir jetzt mal bremsen. Da vorne müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz vom Gas geben. Ein paar Mal. Damit wir die Kurve nicht rechts rausfliegen auf den Strand. Kommt nicht so schön. Sondern so langsam arbeiten wir uns immer. Langsam arbeiten wir uns auf den ersten Platz vor. Ich schätze mal, der bremst hier vorne gleich. Müssen wir auch, aber wir bremsen ein bisschen später. Komm schon, ich finde die auch noch. Also die Bremsen sind da, muss ich schon mal sagen. Ja, du drückst uns nicht das ab. Da hast du recht. Hab ich keinen Bock drauf, aber so ein Mist. Deswegen heißt es ja Bockmist, ne? Naja. Ich glaube, wir könnten den ersten Platz haben. So, bremst du. Du bremst einfach mal früher. War auf jeden Fall zu früh. So, so gut wie drei Viertel des Rennens sind schon absolviert. Ich gucke nochmal. Dann habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel gebremst. Ja, obwohl, war eigentlich perfekter Bremspunkt.
Ja, und ich werde natürlich auch nochmal, um das Thema Horizon 4 zurückzukommen, wenn da eine Demo rauskommt, was mit Sicherheit rauskommen wird. Es gab bis jetzt zu jedem Horizon-Teil eine Demo, die werde ich dann natürlich auch vor dem Hauptspiel, weil die Demo logischerweise vor dem Spiel rauskommt, hier auf dem Kanal natürlich auch noch zeigen. Okay, und ich glaube, der erste Platz gehört uns. Yo. Der ist da. Und dann gucken wir jetzt mal. Ja, zweiter Platz der Meisterschaft. Schade. Hätten wir ihn fast gehabt. 3 Punkte haben gefehlt. Schade. Okay. Okay, und ich schätze mal, auch mit dem nächsten Rennen werden wir einen Stufenaufstieg haben. Und wir liken das Design natürlich auch, ist logisch. So, was machen wir jetzt? Fahren wir noch ein Fanrennen? Oder was machen wir denn? Oder wir machen es nochmal anders. Wir haben jetzt noch gute 9 Minuten Zeit. Und das würde ich sagen, prodde ich mich mal da runter. Ihr habt es mit Sicherheit schon gelesen. Wir fahren davon jetzt eine Runde. Zum Debüt, dass Forza Horizon 3 mal wieder hier auf dem Kanal erscheint. Abgesehen vom Multiplayer natürlich, der kommt ja wöchentlich. Da gab es ja diese Woche auch Ersatz. Ich glaube, die Folge bringe ich mal für... Obwohl... Haben wir Ersatz? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Weil wir hatten ja den Livestream als Ersatz gemacht, wer ihn geschaut hat. Jetzt sehen wir mal Modern Muscle. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine Runde. So. Ich weiß nicht, ob wir Ersatz haben. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Die Aufnahme habe ich ja gespeichert. Es geht ja ganz schnell. Kleinen Moment bitte. Ach ja, wir haben was. Okay. Muss ich noch schneiden, verdammt. Aber ich glaube, das wird nicht das Problem sein. Aber wir haben was. Ich kann so viel sagen. Ich glaube, die Folge kommt eh schon raus. Ich glaube, die Folge wird auf den Sonntag rauskommen. Deswegen. Aber ich sag's trotzdem noch. Vielleicht kommt die ja trotzdem noch vorher raus. So, und wer schon mal Goliath hier auf dem Kanal gesehen hat, der weiß, dass ich immer bei Goliath ein bisschen eine Copyright-Sounds-Musik einspiele und die unten in der Videobeschreibung auch verlinkt habe. Weil nur Copyright-Sounds ist so möchte, dass man die Musik, die man in den Videos verwendet, sozusagen auch irgendwo zeigt, dass man die zu Ehren der Produzenten und der Künstler auch so, dass man das so einträgt, dass da jeder drauf zugreifen kann, sozusagen. Und genau das werde ich natürlich auch tun. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei fast einer kompletten Runde Goliath, ohne mein Gesattel zwischendrin. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der PXH Edition von der Corvette Z06 und der Copyright Sounds Musik. Auf geht's! Schon mal direkt den ersten Platz. Sehr gut. Oh nein. Und gleich zurückspulen. Entschuldigung. War ich ein bisschen übermotiviert, die Kurve zu nehmen. Wenn ich alleine gespielt hätte, wäre ich jetzt sofort richtig laut ausgerastet. Also, ich unnötigen Fahrfehler regen mich auf. Aber fahren wir erstmal weiter.
Nein, bitte nicht! Oh, ey. Es gibt so Bodenwellen, Entschuldigung. Die kotzen an. Kotzen nur an und bringen gar keinem was. Außer den Entwicklern, weil die sich kaputt machen können. Das ist die scheiße Frage, Entschuldigung. Ein bisschen sehr übervorsichtig gefallen gerade. Alter! Was? Was habe ich da für eine Kacke gerade zusammengefahren? Entschuldigung, da war ich hier ganz kurz geistig vorhin das anwesend. Ich glaube, die Musik hört auf, oder? Und? Ja, die hört auf. Weil das Spiel ist 1,5 Jahre draußen. Und, wir haben es nicht geschafft. Nicht geschafft, in 1,5 Jahren diesen kleinen Patch rauszubringen, dass einfach das nächste Lied kommt. Irgendwie genial, oder? Naja. Vor allem so kacken einfach wäre es gewesen, ne? Was bremse ich denn gerade für Mist hier? Ja, natürlich fährt er uns drauf. Ich finde, zu 3/4 war die Folge heute gut. Weil ich ein paar kleine Themen angesprochen habe. Aber natürlich auch die letzten, das letzte Viertel hier wegen so ein Mist, wo man sich eigentlich nicht über aufregen müsste, aber leider. Na gut. Ich hoffe, es gefällt euch bis hierher trotzdem natürlich. Wenn nicht, schreibt es natürlich gerne unten in die Kommentare. Ich antworte ja so gut wie immer auch drauf. Gerade hier. Was bin ich eigentlich? Ja. Okay. Ich will nur gucken, wie gut die Autos im Rückspiegel aufgelöst sind. Naja, der Rückspiegel ist ja generell nicht so schön aufgelöst hier, aber
Das hat natürlich auch mit den Ressourcen zu tun, aber die hätte man natürlich auch komplett dann runter machen können. Warte mal. Bremst du in Sicherheit früher als wir, oder? Verdammt. Aha. Wie gesagt, die Bremsen sind der Hammer hier. Nicht weiter Gas geben können, das sind die richtigen. Solche Typen kann ich überhaupt nicht ab. Überholen einen, aber ist so wie in echt. Überholen sein, aber dann können sie nicht schneller fahren, als wir überholt haben. Finde ich immer am besten. Wieso noch später werden sie können? Ja, die so schnell. Ich meine, ich hätte auch noch schneller durchgekommen, aber dass der so schnell durchkommt. Okay. Ja, natürlich. Auf den entscheidenden Meter, wie wir verkacken, das sind die richtigen. Vor allem ich selber, das ist noch besser. Jetzt kommt das nächste Lied. Das ist immer, das ist, glaube ich, immer ausgelöst, ob das nächste kommt. Wenn sie jetzt einen Zufallsgenerator integriert. Naja. Und wir bremsen ja. Ja, und ich bin ja nicht der Einzige, der da sagt, dass es so oben auf der Straße weitergehen sollte, weil es dann wegen der scharfen Links auch nochmal ein bisschen interessant geworden wäre. Aber leider waren die Entwickler mal wieder zu schlau für uns, nicht. Und setzen das natürlich wo sonst auch, da oben hin. Ja, hier unten, Entschuldigung. Jetzt sind wir ein bisschen neben der Spur heute. Naja, gut. Gute 5 Minuten überzogen, aber okay, ist auch egal. Darum ging es ja heute nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wer ein bisschen Geld machen will, fährt das Rennen natürlich im Koop-Modus, in der Koop-Kampagne oder halt eben offline sozusagen, damit man ein bisschen aufleveln kann, was aber zu dem Zeitpunkt des Spiels jetzt hier nicht mehr so relevant ist, weil halt bald der nächste Teil schon rauskommt. Oh, nochmal 60.000. Okay. Sehr, sehr schön. Okay, machen wir die Musik mal wieder aus und dann gucken wir mal, ob hier hinten noch ein Wheelspin verfügbar ist. Nein. Okay, dann würde ich doch erstmal behaupten, soll es das für heute gewesen sein. Hoffe natürlich, ihr lasst ein Abo da und guckt gerne mal bei Social Media und dem TeamSpeak Server vorbei. Alles weitere steht unten in der Videobeschreibung, da würde ich sagen, sehen wir uns in einem neuen Video mit irgendwem hier auf dem Kanal wieder. Bis dahin, macht's gut.